Würden wir weitermachen mit genau Timo Klaus von Structure. Ganz kurz zur Person. Timo ist durch das Studium jetzt an der Technischen Hochschule bis hin zur Promotion an der Universität Kassel mit dem Werkstoff stark verbunden und aufbauend auf den Erfahrungen beim Bauen im Bestand und in der Denkmalpflege hat sich Timo im Rahmen der Forschung schwerpunktmäßig eben mit der Entwicklung, der Herstellung und der Bemessung von verstärkten formschlüssigen Holzverbindungen beschäftigt, aber eben auch in modernen Konstruktionen vor allen Dingen. Also eben nicht nur die traditionelle Sicht, sondern auch für moderne Bauwerke das übersetzt. Die gesammelten Erfahrungen aus der Forschung und der Entwicklung setzt er nun als Projektleiter im Büro Structure in Leichtbauprojekten ein. Und hilft damit sozusagen bei der Modernisierung vom Bauen im Bestand. Im Bereich der Lehre engagiert sich Timo außerdem noch auf berufsbegleitende Weiterbildung von Ingenieuren und Architekten an der TH Rosenheim und online auf der Plattform Akademie der Ingenieure. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Dann auch nochmal ein herzlich willkommen von mir und danke Moritz für die kurze, prägnante Einführung. Wir haben es auch gerade bei Joshua schon gehört. Also tatsächlich ist mir auch die Lehre oder auch vor allem die Weiterbildung gerade sehr wichtig. Das ist vielleicht nochmal ein Thema, wie kriegt man dann das ganze Wissen auch an die Planer, das wir im Holzbau schon gesammelt haben. Das wäre vielleicht nochmal was für ein anderes Meeting. Genau, das Thema meiner Präsentation heute ist, wie viel Stahl braucht der Holzbau eigentlich? Traditionelles eben digital weitergedacht. Genau. Das Büro Structure ist ein kleines Ingenieurbüro von circa 15 Mitarbeitern in Stuttgart gerade. Und hat sich seit der Gründung im Jahr 2012 mit dem klassischen Leichtbau beschäftigt. Aber dieser klassische Leichtbau wurde eben nach und nach durch Arbeitsumfelder erweitert. Und da geht es dann eben vor allen Dingen um die Optimierung von Tragwerken. Und das kann auch eben unter dem Punkt Leichtbau im Bereich der Holz-, Stahl- und auch Stahlbetonkonstruktionen erfolgen. Und diese Entwicklung, die das Büro hier eben in der Praxis umsetzt, wird oftmals eben von Forschungsthemen unterstützt. Also hier ist das Büro auch im Bereich der Entwicklung von Schnittstellen zwischen den einzelnen Software Anbietern und natürlich auch den Akteuren im Ingenieurwesen dann beteiligt, also zwischen Architekten und Ingenieuren vor allen Dingen. Und bei der Materialforschung sowie bei der Simulation von Windeinwirkung ist das Büro immer State of the Art durch die Entwicklung, die es in der Forschung dann eben mitsteuern kann. Holzbau und Leichtbau, das klingt jetzt erstmal ein bisschen voneinander entfernt. Das ist eines der ersten Projekte, die vom Julian mit Jan Knippers und Helwig durchgeführt wurde, war die Entwicklung des norwegischen Pavillons auf der Expo Shanghai 2010. Und genau, hier ging es vor allen Dingen darum, ein temporäres Bauwerk zu erstellen, was später an unterschiedlichen Orten wieder nach der Demontage aufgebaut werden kann. Und man sieht schon hier spannend die leichte Membran eben auf der Brettschichtholzkonstruktion. Und hier gibt es eine Membranfläche von über 2600 Quadratmeter, was eben auch schon umfangreiche Analysen der Windlasten dann notwendig machte. Diese ganzen Analysen, die wurden damals in zweifacher Weise angegangen. Das heißt, hier gab es Formoptimierung der Konstruktion mit Hilfe von digitalen Werkzeugen. Auf der einen Seite hier eben den Simulationen, aber auch noch so
kleinen Messmodellen, die dazu genau geholfen haben, hier die Formentwicklung dieser Konstruktion für die Membran dann zusammenzukriegen. Das Ganze ist dann als Einheit aus Holzbau und Leichtbau zu verstehen. Und diese Projekte dieser Art wiederholen sich eben immer wieder. Und so sehen wir vor allen Dingen auch, dass der Holzbau hier seinen Teil in den Leichtbaukonstruktionen einbringen kann. Hier können Stahlsysteme dann eben substituiert werden, die sonst klassischerweise für die Unterkonstruktion dieser Membran dann gedacht waren. Wenn man im Holzbau ist, dann hat man meistens auch nicht nur also einen einheitlichen Werkstoff zur Verfügung. Das heißt, irgendwo sind wir eigentlich immer in einer hybriden Konstruktion. Und ein anderes Beispiel von einem Projekt oder einer Projektgruppe, sage ich mal, die immer mehr Raum einnehmen, sind so sogenannte Autoreisecenter. Die werden jetzt in Zukunft die aktuellen Rasthöfe dann weiter verdrängen, da man hier eben zum Verweilen einlädt, während das E-Auto dann getankt wird. In diesem Fall ist hier eben sozusagen eine Kombination aus den Werkstoffen Stahlbeton, Holzbau und der leichten Membranfassade geplant. Jeder Werkstoff kommt hier optimal zum Einsatz, eben Stahlbeton für die Unterkonstruktion, dann die Hotelanlage in Modulbauweise und das futuristische Erscheinungsbild wird vor allen Dingen über die Membran, eben die Leichtbaukonstruktion, dann dargestellt. Und hier spiegelt sich eben auch auch wenn es nicht direkt nach Leichtbau aussieht, eben der Optimierungsgedanke wieder, dass wir eben, wenn wir mit Holz bauen, immer eine Werkstoffkombination aus Holz, Stahl und Beton haben. Ein aktuelles Projekt, was wir gerade betreuen, ist die Erweiterung der Mehrzweckhalle in Ingerkingen in Baden-Württemberg, was nächstes Jahr zur Ausführung kommt. Hier ist der Entwurf des Architekturbüro Kaiser und Schenn aus Stuttgart zu sehen. Grundlage ist die, dass es eben ein Bestandsbauwerk gibt mit Wänden, Stützen und Decken in Massivbauweise. Und dieser Platz aber jetzt für die Gemeinde, für die Nutzung nicht mehr ausreicht. Und die Idee jetzt eben ist, diese Bestandsbauwerke möglichst weit umfänglich zu nutzen, sie zu erweitern im Grundriss, um dann eine Leichtkonstruktion zu nutzen, um hier nicht wesentlich höhere Lasten als notwendig dann auf die Bestandstragwerke dann aufzubringen. Das ist eben auch eine Möglichkeit, die der Holzbau bringt, eben als leichte Konstruktion im Bestand zu agieren. Und diese Bauwerke, die eben im Bestand sehr massiv ausgeführt sind, dann eben also als Leichtbau dann auch zu modernisieren. Das sind jetzt mal Beispiele. Und wir kommen hier auch schon eben langsam in den Bestand hinein. Die Ergänzung einer bestehenden Struktur ist auch Kernthema des Entwurfs, eben hier vom Heimatmuseum in Reutlingen, von den Wulff-Architekten aus Stuttgart. Und hier wurde ein Raumfachwerk entwickelt, welches die einwirkenden Kräfte aus dem Bestandstragwerk übernehmen. Das heißt, hier gibt es eine Schiefstellung aus dem Bestand. Sie sehen es gleich nochmal. Und hier müssen eben Lasten abgeführt werden. Außerdem ist dieser Entwurf oder also dieses Gebäude dafür gedacht, eben kleine Versammlungen abzuhalten im Rahmen dieses Heimatmuseums.
Und es muss natürlich die Lasten aus Eigengewicht Schnee und Wind und zusätzlichen Erdbebenlasten dann abtragen können. Das Projekt Oberammteichstraße nennen wir es in Reutlingen, ist eben hier lokalisiert nahezu im Herzen der Altstadt von Reutlingen. Hier ist eine Baulücke, da hier das sogenannte steinerne Haus 1972 bis auf die Kellerwände abgetragen wurde und seitdem eine Lücke hier in der historischen Ansicht dann klafft. Hier sieht man schon, wie derzeit die bestehende Häuserzeile dann abgestützt wird und diese Bauwerke dann noch nachträglich erhalten bleiben sollen. Die Abstützung, also mit diesen Streben, die wir jetzt in der temporären Situation sehen, die kann man eben hier auch im Entwurf ablesen. Und hier sieht man mal, wie diese Kubatur dieses ehemaligen steinernen Haus als Phantom in diesem Entwurf dann wieder rekonstruiert wurde. Phantom deshalb, weil hier mit einer ganz besonderen Fassadenmaterial gearbeitet wird. Es sind Glasschindeln, die auf einer Holzkonstruktion aufgelegt werden. Und nach hinten in die Ebene sieht man hier bei diesem Mockup auch schon das Knotenkonzept und die hölzerne Unterkonstruktion, die dann die Kräfte abtragen. Dieses Projekt ist deswegen sehr spannend und von mir jetzt hier ausgewählt worden nochmal, da wir hier mit den Architekten zusammen ein Lo-Fi-Prinzip verfolgen. Das heißt, dass wir hier die Unterkonstruktion dieses Fassadensystems auch in Holzbauweise, also mit ganz normalen Dachlatten ausführen wollen. Anders zum Beispiel hier noch eine Variante, die man unten im Mockup sieht, eben mit einer Glas-Alu-Fassade, Alu-Glas-Fassaden-Elementen. Dieses räumliche Fachwerk, was wir jetzt schon angedeutet gesehen haben im Mockup, folgt im Wesentlichen der historischen Kubatur. Das heißt, jeder Knoten in diesem Tragwerk, der tritt nur einmal auf. Man sieht schon, dass selbst die Dachflächen der Kubatur des historischen Hauses dann entsprechen und somit auch alles ein bisschen windschief angeordnet sind. Man ahnt schon, dass eben ein übergreifendes Gebäudemodell der Architektinnen und Ingenieurinnen hier eben notwendig ist, um die Anpassungsfähigkeit des Modells auch an sich verändernde Gegebenheiten zu bewahren und den Bearbeitungsaufwand eben innerhalb der Projektleistungsphasen dann eben so gering wie möglich zu halten. Beispiele sind zum Beispiel bei diesem Bauwerk die Geschosshöhen, die von Anfang an noch nicht ganz klar waren, wo jetzt das Null-Level ist. Dann gibt es eben die Frage nach den Querschnitten und vor allem auch dem Brandschutz, der natürlich am Anfang der Planung noch gar nicht so im Detail definiert wird. Und hinzu kommen auch nochmal hier die Öffnungen vom Bestandsbau zum Neubau, weil hier vor allen Dingen auch der Neubau als Zugang eben als, ja, als Zugang zu dem Bestandsbau dann funktioniert. Zwar ist das Gebäudemodell am Anfang noch variabel, trotzdem ist es eben wichtig, schon in einer relativen frühen Phase dieses Entwurfs auch das Knotenpunktkonzept eben mitzudenken, da wir hier bei diesem Bauwerk natürlich eine besondere Anforderung an diese Knoten haben. Die müssen im dreidimensionalen Raum funktionieren. Sie müssen die Kräfte übertragen und sie müssen in alle Richtungen wirken. Daher war es eben schon wichtig, in der Leistungsphase 2 hier diese Knoten in Kategorien einzuteilen und die Stabtypen zu kennen, die hier beispielsweise an diesen Durchlaufträger dann anschließen.
und die Definition eben von jedem Stab mit Anschlusswinkeln soll hier in diesem Fall auch mit einer Kontaktverbindung funktionieren, so dass wir hier eben auch dieses Lo-Fi-Konzept oder Prinzip der Konstruktion wieder aufgreifen und möglichst wenig Stahlelemente reinbringen. Ja, und so auf moderne zimmermannsmäßige Verbindungen zurückgreifen. Nochmal kurz zum Knotenkonzept ein bisschen weiter gedacht. Also diese Fachwerkstäbe werden an ihren Enden eben entweder untereinander oder eben an Durchlaufträgersystemen dann gefügt. Und so sind dann eben auch ja, komplexe Anschlussvariationen notwendig. Und diese Holzverbindungen, wie man die auch natürlich schon aus den historischen Tragwerken kennt, können eben vor allen Dingen Druckkräfte übertragen in diesen Verbindungen, aber weniger Zugkräfte. Das heißt, wir haben hier natürlich in der Planung einen iterativen Prozess, den wir uns anschauen müssen. Unser Tragwerk ist erstmal sehr komplex. Wir können die einzelnen Elemente jetzt schwer überschauen in der Summe. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir unsere Knoten festgelegt haben, an der Stelle genau unsere Steifigkeiten bestimmen und den Zugausfall dann eben modellieren und diesen ganzen Prozess dann immer wieder zurückspielen an unser Gesamtmodell, damit wir eine Optimierung unserer Tragglieder erreichen. Die Optimierung erreichen wir dann, wenn eben vor allem die Knoten dann eben auf Druck dann auch funktionieren. Und das ist eben mit so einem Gesamtmodell dann eben modellierbar. Das Gebäude ist immer noch nicht gebaut. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, am Ende der Leistungsphase 3, das heißt kurz vor Abgabe der Genehmigungsplanung. Was wir aber eben auch vorher schon gemacht haben, ist das Knotenkonzept so zu durchdenken, dass wir nicht nur unsere Steifigkeiten, wie eben schon gezeigt, darstellen können, sondern auch eben unseren Crashtest fahren mit den Verbindungen und diese individuellen Verbinder dann eben auch auf die Tragfähigkeit und Steifigkeit hin dann nochmal gesondert überprüfen. Was dann eben auch noch in die Prozesskette mit einspielt, ist überhaupt die Machbarkeit unserer Anschlüsse. Hier haben wir mit Hundegger zusammengearbeitet, um hier diesen Treppenversatz dann auch in diesem dreidimensionalen Kontext dann zu ermöglichen. Und dann wurden hier eben dann auch experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Man sieht eben schon, am Anfang steht das Architekturmodell, was vielleicht in Revit daherkam. Und hier ist es tatsächlich so, wie der Joshua auch schon gesagt hatte, wir haben eben unterschiedlichste Softwarekomponenten, die alle ihre Berechtigung haben und die wir brauchen. Ich bin tatsächlich auch so ein Freund davon, mit Excel-Sheets zu arbeiten, um schnelle Nachweise zu führen. Und hier ist eben bei uns im Büro die Schnittstelle Grasshopper, die eben alle diese Ebenen miteinander verbindet. Und Ziel auch in diesem Projekt dieses Heimatmuseums in Reutlingen ist es, die ausführende Seite hier komplett mit anzubinden. Das heißt, gängige Schnittstellen aus unserer Ausführungsplanung heraus zu erarbeiten, die dann in CAD/WORK eingelesen und dann eben auch an jedes Abbundzentrum geschickt werden können, dass der Markt für die Unternehmen, die hier eben anbieten können, möglichst groß ist und nicht nur die großen Unternehmen hier anbieten können, ja, die diesen ganzen Prozess nochmal von vorne durchgehen können. Am Ende steht dann hoffentlich einer zufriedenstellenden Fertigstellung des Bauwerks nichts mehr entgegen. Die Thematik, die uns aber in den nächsten Jahren dann verstärkt betreffen wird, wurde vielleicht hier schon auch ganz schön im Koalitionsvertrag, der gestern Morgen veröffentlicht wurde,
abgerissen. Also bei den Bauwerken sind eben jetzt hier nach dem Willen der drei Parteien eben auch nicht nur die Energieeffizienz, sondern eben auch die ganzen Lebenszykluskosten und ein Gebäuderessourcenpass zu berücksichtigen. Und eben die Kreislaufwirtschaft soll nach dem Willen dann gestärkt werden. Spannend ist außerdem, dass hier die Holzbau-, Leichtbau- und Rohstoffsicherungsstrategie durch die Bundesregierung dann neu aufgelegt werden soll. Ja, wie wollen wir bei uns mit Structure dieses Ziel erreichen? Wir haben jetzt mal ein Beispiel schon mal gezeigt, beim OAR in Reutlingen, dass formschlüssige Holzverbindungen hier eben eine hohe Leistungsfähigkeit haben. Im Rahmen meiner Forschung habe ich auch andere Verbindungsmittel eben für den Einfamilienhausbau oder für den mehrgeschossigen Holzbau entwickelt, die eben sehr hohe Kräfte, beispielsweise auf Schub oder hier mit einer Scheibenschwanzverbindung dann auf Schub und Querzug dann übertragen können. Und diese Verbindung ja, gilt es in den nächsten Bauwerken dann eben zu optimieren. Was aber immer wichtig ist bei solchen Sonderkonstruktionen eben, dass wir testen müssen. Wir müssen die Details im Kleinen testen. Wir müssen irgendwie gucken, dass es im Gesamtmodell stimmt. Hier beispielsweise an diesem Wandelement. Und dann kommen wir wieder dazu, weitere Verbindungen zu entwickeln und zu optimieren. Hier beispielsweise nochmal dargestellt, nicht nur die Optimierung hinsichtlich der Tragfähigkeit, sondern eben auch für die Montagefreundlichkeit mit so Steckverbindern. Das ist mal das Beispiel der Zapfenverbindung. Und auch hier gilt es wieder eben zu testen und zu testen. So ist es eben bis jetzt in der Forschung gewesen. Meistens ist das ein Erfolgserlebnis, aber das können wir eben nicht bei allen Bauwerken so stemmen, wenn wir eben Sonderlösungen benötigen. Deswegen ist jetzt das Ziel bei uns im Büro Structure, das Thema eines virtuellen Prototypens nach vorne zu bringen. Wir versuchen, den virtuellen Prototypen als Teil des gesamten Modells, also unseres Bauwerkmodells, als kleines Detailmodell drin zu haben und dann über Rohstoff- oder Werkstoffkennwerte unseren virtuellen Prototypen virtuell zu testen und dann eben anhand eben der bekannten Werkstoffkennwerte dann eben auch zu validieren, ohne diese experimentellen Untersuchungen, die eben teuer sind und Zeit benötigen im Planungsprozess, dann eben genau, dass diese ausfallen. Das ist jetzt noch so ein bisschen die Zukunftsmusik, aber das ist die Optimierung, wie wir denken, dass es eben im Holzbau möglich ist, hier weiter die Verbindungen, die ja sonst eben klassischerweise, ja, Joshua hat schon gesagt, also ökonomisch betrachtet, immer noch viel, viel zu viel benutzt werden, genauso wie der Massivbau dem Holzbau noch überlegen ist in den ökonomischen Gedankenmodellen der Planer und Ausführenden. So sind auch natürlich diese Stahlverbindungen immer noch vorherrschend in den Köpfen. Und wir brauchen eben eine Vielfalt an Produkten, um dann hier auch bessere formschlüssige Lösungen beispielsweise im Holzbau dann zu entwickeln. Abschließend noch ein Projekt, wo wir auch wieder eine individuelle Verbindungslösung entwickelt haben. Das ist der Beta-Port. Hier als Mockup auf einer Nachhaltigkeitsmesse in Berlin. Hier sind wir auch wieder über die Leichtbaukonstruktionen ins Rennen gekommen. Das heißt, die Dachkonstruktion war als leichte Membran geplant und genau das Holz. Bausystem eben als Steckprinzip. Ich habe es hier nochmal dargestellt.
auch ein neuer Gedanke, der eben bei der Planung immer mehr dazukommt, ist ja mit Open-Source-Konzepten für das Do-it-yourself-Prinzip zu arbeiten, eben dass man was man alles möglich macht mit einer 2D-Abbundmaschine. Hier eben ja, gängige Werkstoffe benutzt, um dann ja auch komplexe Lösungen dann anbieten zu können. Ja, am Anfang sahen wir Julian Lienhardt und Jan Knippers gemeinsam bei der Formoptimierung am Gebäudemodell. Das soll so ein bisschen zeigen, wo sich der Anfang der Planung, wo sich der Anfang der Planung immer bewegt, nämlich in einem sehr vagen Raum. Und am Ende stehen eben hier die Craftsmans, also die Handwerker, mit ihren neuen Werkzeugen, den Abbundmaschinen und der gesamten integrierten Vorfertigung, die es eben heute schon in vielfältiger Weise in den Unternehmen gibt. Und was wir als Ingenieur- und Architekturbüro jetzt eben machen, ist ja, die Planungsprozesse zwischen diesen beiden Punkten dann eben stetig weiterzuentwickeln, um dann eben die Themen der Zukunft, das ressourcenoptimierte Bauen, der Leichtbau, der Holzbau und auch, was ein Thema ist, was jetzt auf jeden Fall in allen Tragwerken dann wichtig wird, sind natürlich die Lebenszykluskosten, genau, um diesen ganzen Themen dann gerecht zu werden. Ja, ganz wichtig dabei, das nur nochmal, auch nochmal abschließend zu sagen, ist es, die einzelnen Akteure durch die Software natürlich nicht aus den Augen zu verlieren und möglichst viele mit ins Boot zu holen. Das heißt, die Schnittstellen auch möglichst einfach herzustellen und natürlich auch wichtig, das Bauwerk dabei nicht aus den Augen zu verlieren, wenn man in den Computerprozessen drin ist. Genau, dann habe ich, glaube ich, jetzt die Zeit ein bisschen überzogen. Ich hoffe, Sie haben trotzdem alle ein bisschen Gefallen an den Projekten gefunden und freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion. Ja, Timo, vielen Dank. Wir haben extra ein bisschen Zeit als Puffer eingeplant, von daher kein Problem mit der Überziehung hier an der Stelle. Ja, sehr eindrucksvoll, würde ich sagen. Es sieht zum Teil auch sehr aufwendig aus. Also ihr steckt da schon viel Energie rein und da wäre auch gleich meine erste Frage. Aber ich würde als erstes vielleicht gerne noch mal in die Runde fragen. Gibt es jetzt aus den, ja, von den Zuhörern irgendjemand, der eine Frage hat, dann würde ich gerne damit erstmal starten. Ja, ich stelle gerne eine Frage. Okay. Ja, Thema, also was ich ganz spannend finde am Markt zu beobachten, ist, dass es gibt irgendwie zwei Richtungen, die wir so feststellen können. Es gibt diese Art zu standardisieren und auf der anderen Seite zu individualisieren. Und da, ja, finde ich einfach eine spannende Überlegung, weil ihr jetzt gesagt habt, es soll mehr Vielfalt geben, ob man nicht auch sagen kann, man kann die Vielfalt reduzieren. Das ist eine gute Ausgangsfrage. Also ich glaube, also ich finde, beides hat so ein bisschen seine Berechtigung. Also die Standardisierung ist ja auch das, was wir also jetzt mal hier als Beispiel in dem Knotenpunkten natürlich anstreben. Wir versuchen möglichst standardisierte Konzepte in einem komplexen Tragwerk zu finden, die sich natürlich auch möglichst häufig umsetzen lassen können. Ich glaube aber, nur Standardisierung zu betreiben, das würde uns als Gesellschaft jetzt nicht so weit mehr voranbringen. Das heißt, ich glaube, wenn man jetzt von den standardisierten Lösungen, die es jetzt gibt, also wenn man die beibehält, dann bleibt man eben zum Beispiel dabei, eben alles mit Stahlform, Blechteilen immer zu machen. Und ich glaube, man muss manchmal einfach da über den Tellerrand schauen und neue Lösungen auch ja, zur Zusammenarbeit mit der Forschung dann entwickeln, um natürlich auch ja, jetzt mal die Klimaschutzziele zu erreichen. Und ja, das kann natürlich alles immer große Zukunftsmusik sein, das wissen wir auch, aber das ist natürlich ja,
irgendwie so das Ziel, ja, neue Lösungen anzubieten, die dann eben vielleicht auch ein bisschen effizienter, ein bisschen wirtschaftlicher sind. Also ich glaube vor allen Dingen bei den Verbindungen Holzbau ist es ja schon so, dass man viele noch viele Nägel und viele Schrauben einbringt auf der Baustelle, was eben nicht immer notwendig ist. Da mit cleveren, formschlüssigen Lösungen zu arbeiten, bringt einem einfach dahin, dass genau, dass man einfach Ressourcen spart. Ob es jetzt die Monteure sind, die man als Ressource spart, oder eben die Verbindungsmittel. Danke. Gibt es weitere Fragen? Dankeschön. Ich würde gerne noch irgendwas drauf sagen. Es darf halt nur nicht passieren, dass es passiert wie bei den Architekten, wenn jetzt, wo die Holzbaubranche so einen Hype genommen hat, es gibt so viel Baustoffe in Holz, dass man dann nachher gar nicht mehr weiß, welches für welchen Bauteil oder für welches Wandelement man dann nachher verwendet. Da muss ich meinem Vorsprecher recht geben. Wenn man zu viel Auswahl hat, dann überfordert man vielleicht auch den einen oder anderen. Ich glaube, wir sollten eher gucken, dass wir das, was wir haben, durchkriegen, auch bei den Bauämtern, dass es standardisiert ist. Und ja, ich glaube, wenn man zu viel hat, dann passiert es wie bei den Architekten, dass sie nachher nicht mehr wissen, wo welche Platte jetzt für welches Teil verwendbar ist. Ja. Das finde ich auch, das finde ich einen guten Punkt. Also bei der Masse sollte natürlich die Systematisierung, die Standardisierung auch ankommen, weil wir den Holzbau natürlich auch in der Masse nach vorne bringen wollen. Genau, aber dennoch denke ich, kann's ein paar Leuchtturmprojekte gebrauchen. Ja, ich denke auch, also die Vielfalt, das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus, aber ich glaube, genau, es gibt für beides Argumente. Vielleicht eine Frage, die für mich da noch reinspielt, ist die, das ist ja viel Pionierarbeit und kann man so ganz grob über den Daumen sagen, was durch diesen Aufwand, der erstmal, wo ihr mehr testen müsst und so weiter, um halt da eine neue Lösung zu erstellen. Im Gegensatz dazu, wenn er da einfach ein paar Stabdübel reinsteckt oder sozusagen Stahl mit reinnimmt. Also wie viel Mehraufwand ist es jetzt speziell für euch? Und ist das vielleicht aber auch in der Zukunft dann mal Marktvorteil? Oder also wie kann man das so gegeneinander abwägen? So die Wirtschaftlichkeit, wenn man es konventionell umsetzen würde. Geht es überhaupt, so einen Knoten konventionell umzusetzen? Genau, einfach mal die Frage. Genau, die Ausgangslage ist erstmal, dass bei manchen Knoten eben nicht möglich ist. Besonders die Frage ist natürlich, was ist konventionell an der Stelle? Ich hab ja gesagt, ich komme ja mit aus den historischen Verbindungen, und da ist natürlich der Versatz oder jetzt daraus entwickelte Treppenversatz kann ja auch als konventionell gesehen werden. Er kann von den meisten Abundmaschinen hergestellt werden, und deswegen denke ich eigentlich, das ist eine konventionelle Lösung. Aber die Wirtschaftlichkeit, also so Spielereien oder solche Innovationen, also mal positiv ausgedrückt, dann eben umzusetzen, das funktioniert natürlich nur bei ganz bestimmten Projekten. Ich habe es ja eben schon gesagt, also wir haben eigentlich bei den Standardprojekten gar keine Zeit, experimentelle Versuche zu machen und diesen ganzen Prozess ständig zu durchlaufen. Deswegen streben wir das Virtual Prototyping an. Aber im Projekt des Heimatmuseums in Reutlingen hat man eben zum Glück mal die Möglichkeit gehabt, dass dieser Planungsprozess über mehrere Jahre sich eben dann zieht und genau, da viel reingesteckt werden konnte. Vielleicht kann ich das ja noch ergänzen. Es ist natürlich so, dass das, was wir da in Reutlingen machen, eigentlich total unwirtschaftlich wäre. Das kann man eigentlich nicht rechtfertigen, wirtschaftlich. Deswegen brauchen wir auch solche Leuchtturmprojekte, die das ermöglichen, um dann die Technologien so aufzubereiten, dass wir das in dem sozialen Wohnbau auch an ein paar Details unterbringen. Die sehen dann gar nicht so spektakulär aus, aber allein wenn ich bei solchen Verbindungen Wand, Decke, wie Timo sie gerade gezeigt hat, solche formschlüssigen Verbindungen einsetzen kann, die sieht man danach gar nicht mehr. Aber die können auch in Bezug auf die Gesamtlebenszyklusanalyse auch einen entscheidenden Unterschied machen.
Verbindung Forschung, Praxis und solche Projekte, die das ermöglichen, die sind da total essentiell, dass man da vorankommt. Ich hätte vielleicht noch einen ganz kurzen Kommentar, mehr als eine Frage. Weil eben, ich sehe so ein bisschen, einer der Vorredner hat es ja gesagt, dass das Thema der Standardisierung ist ja so die Frage auch, was ist konventionell das, was man gewohnt ist. Da sind wir natürlich in der Baubranche irgendwo ja, lange hinter allem zurück. Und ich merke es jetzt bei uns, also je mehr man eben versucht, in die Digitalisierung zu gehen und jetzt nicht nur, sagen wir eben so auf der Ebene BIM denkt, sondern wirklich voll parametrisierte Bauteile und im Prinzip auf eine Robotikfertigung zielt, die dann wirklich, sagen wir mal, eine Losgröße 1 Produktion möglich macht, dann wird es natürlich plötzlich schon sehr viel, naja, attraktiver finanziell, ja? Weil dann ist eigentlich so, dann ist zum Beispiel plötzlich vielleicht auch der Stabdübel die dövere Lösung und alles, was ich irgendwie fräsen kann an Anschlüssen, ist plötzlich total attraktiv. Also, und ich meine, das ist halt, man hat so viele Variablen, die jetzt da gerade in sagen wir mal, ins Spiel kommen, aber also vieles, was ich da jetzt gerade gesehen habe, fand ich irgendwie so intuitiv sehr einleuchtend für die Zukunft, ohne jetzt wirklich begründen zu können, ab wann es quasi sich dann lohnt, aber definitiv irgendwie eben einleuchtend, also ziemlich klasse. Okay, vielleicht können wir uns ja auch, um das jetzt auch nochmal positiv dann abzuschließen, ist nach dem Stand heute, sieht es erstmal aufwendig auf, ist vielleicht auch noch nicht wirtschaftlich, aber wenn jemand wie Structure sich da jetzt halt bemüht, dann kann es vielleicht mal in, keine Ahnung, 10 Jahren genauso aufwendig sein. Das geht jetzt vielleicht in diese Richtung, wie halt heute eben der normale Stabdübel. Ne? Vielleicht kann man es so, so würde ich es jetzt mitnehmen an der Stelle und ich hoffe, ich habe das jetzt da richtig interpretiert. Und genau, vielleicht kann man es so mal stehen lassen. Und ich würde aus den 10 Jahren nur 2 Jahre machen. 2 Jahre, okay, alles da. Ja, dann genau, immer die Zeit wird immer schneller, ne? Dann in 2 Jahren machen wir sozusagen. Ich bin dafür. Wie bitte? Ich bin dafür für die 2 Jahre. 2 Jahre, okay, sehr gut. Alles klar. Ich hatte im Voraus aus dem Publikum noch ein, zwei Fragen bekommen, die ich vielleicht auch noch schnell stellen kann. Eher konkrete Fragen, und zwar, wie ist es bei dem Projekt in Reutlingen mit dem Brandschutz? Weil da ja so viele Balken sind. Kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen, Timo? Ja, genau. Also das aktuelle Brandschutzkonzept sagt eben, dass wir uns hier, es handelt sich hier nicht um ein Wohnhaus, sondern es ist tatsächlich ein, es ist eine Überdachung. Wir haben ja auch keine großen Menschenansammlungen. Das heißt, wir kommen hier mit einer feuerhemmenden Ausführung aus, das heißt F30. Auch wenn die Kubatur und natürlich das ganze Gebäude an sich relativ groß ist, haben wir aber eben wenig Menschenansammlungen, also vor allen Dingen im Erdgeschoss. Und genau, das ganze Gebäude kann schnell evakuiert werden. Genau, und wir rechnen das dann mit Abbrandrate. Okay. Und die zweite konkrete Frage, die hat sich auf das in deinen Folien, glaube ich, letzte Projekt bezogen, den Betaport. Was wären deine Schlussfolgerungen, wenn du jetzt vergleichst, die Verbindungen aus Holz oder in Stahl zu machen? Aber ich glaube, da hatten wir ja gerade, das passt ein bisschen zu der Diskussion, die wir gerade eben hatten, dass man, glaube ich, vielleicht vieles austestet und in 2 Jahren, hatten wir gesagt, dann sozusagen, dass das alles einfacher wird. Aber wie könntest du nochmal sagen, wie sind deine Schlussfolgerungen, diese Holzverbindungen im Vergleich, wenn man sie in Stahl machen würde? Was hat das so für Vor- und Nachteile oder was ist auch im Herstellungsprozess, was die Zeiten und Aufwand mit Maschinen und so weiter bedarf? Was sind da so deine Schlussfolgerungen? Von den, danke nochmal für die Frage. Also die Zeiten, da ich jetzt nicht so richtig so viel mit der ausführenden Seite bis jetzt zu tun hatte in der Forschung, da kenne ich tatsächlich keine Maschinenstandzeiten, die man jetzt irgendwie da ansetzen müsste oder kann. Das wissen wahrscheinlich andere Leute in der Runde ein bisschen besser. Würde ich vielleicht auch einfach die Frage eröffnen oder weitergeben. Ich denke aber gerade, dass diese Lösung, die wir hier entwickelt haben, dass mit diesen formschlüssigen Verbindungen, mit diesem Geschossstoß zum Beispiel, das ist mit dem Ingenieurbüro Pierre Jung zusammen damals gewesen, als Planerin. Und die
bringe das eben immer mehr rein, um die Montagezeiten zu kürzen. Also, dass man auf der Baustelle eben nicht mehr jedes Element irgendwie mit 5 bis 10 Verbindungsmitteln befestigen muss, sondern sogar einfach noch zusammenstecken muss. Der hohe Vorfertigungsgrad ist meiner Meinung nach bei vielen Unternehmen irgendwie Standard geworden. Das hatten wir auch vor 10 Jahren noch nicht so. Und ich denke einfach, dass diese Lösungen deshalb immer weiter umsetzbar sind. Wirtschaftlich müsste man wahrscheinlich mal so den 1:1 Versuch durchrechnen. Brandschutztechnisch haben die tatsächlich auch noch einen Vorteil. Also genau, die Verbindungen sind ja meistens versteckt und dadurch ist dann beim Abbranden natürlich kein Verbindungsmittel, was dann aufgrund der Temperatur dann ausfällt. Man muss es auch nicht verstecken, wie man es gerade bei Stabdübelverbindungen oftmals macht. Weil man vielleicht da auch nochmal ergänzen müsste, also das, was wir jetzt im Moment als unwirtschaftlich oder in 2 Jahren sehen, ist nicht die Fertigung und Montage. Für die ist es heute schon wirtschaftlich. Das Einzige, was uns daran noch hindert, ist die Erfahrung und der aufwendigere Prozess im Engineering. Selbst in der Planung ist es softwaremäßig sehr, sehr gut handelbar. Noch ein bisschen Kreativität und dann in den Nachweisführungen im Engineering, da ist im Moment noch das Zeitdelta. Okay. Ja, vielen Dank für die Beiträge, für die Fragen und Antworten.